Max Ernst mourut le 1er août 1914. Il fut ressuscité le 11 novembre 1918. Max Ernst starb am 1. August 1914. Er kehrte zum Leben zurück am 11. November 1918 als junger Mann, der ein Magier werden wollte, um den Mythos seiner Zeit zu finden. April 1891. Max Ernst wird in der rheinischen Kleinstadt Brühl im Haus seiner Eltern geboren. Mutter Luise fördert die Fantasie des Sohnes. Vater Philipp zügelt sie mit seiner streng katholischen Erziehung. Eine Erziehung, an die sich der Maler später in einem Gemälde provokativ erinnern wird. Die Jungfrau züchtigt das Jesuskind. Aufgrund seines Werkes kann man sagen, dass religiöse Themen und Motive sehr viele enthalten sind, was erstaunt bei einem surrealistischen und dadaistischen Künstler wie Max Ernst. In dem Collagenroman Traum eines kleinen Mädchens, das in den Karmeliterorden eindrehen will, gibt es eine Szene, ein Klebebild, wo die Vermählung zwischen dem kleinen Mädchen und dem erzunsichtbaren Bräutigam Jesus gezeigt wird. Eine Leiter ist Motiv für den Bräutigam, eine Hand kommt aus der Leiter hervor und wird dem Mädchen gereicht. Nachdem der Abiturient, wie er sagt, die Wonnen und Gräuel der wilhelminischen Unterrichts- und Erziehungsmethoden überstanden hat, verlässt er 1909 seine Heimatstadt Brühl. Er schreibt sich an der Bonner Universität für Philosophie und Psychologie ein. Max Ernst über sich selbst vermeidet sorgfältig alle Studien, die zum Broterwerb ausarten können. Der Psychologiestudent entdeckt die Kunst der Geisteskranken, die ihn sein Leben lang beeinflussen wird. Max Ernst starb am 1. August 1914. Er kehrte zum Leben zurück am 11. November 1918 als junger Mann, der ein Magier werden wollte, um den Mythos seiner Zeit zu finden. Das Auge ist wie ein Schlüsselloch, durch das man die weite Welt und die Welt der Träume erblicken kann. Im Inneren des Auges, wie ein Ei, entsteht eine Welt der Bilder, die sich so schnell verflüchtigen und so leicht sind wie die Vögel. Der Elefant von Celebes hat hinten etwas Gelbes. Der Elefant von Borneo, der hat das gelbe Forneo. Der Elefant von Indien, der furzt nur noch nach hinten. Der Elefant von Celebes, ein Bild aus der Dada-Periode des Malers. Dada, so Max Ernst, war der Ausbruch einer Revolte von Lebensfreude und Wut gegen die Absurdität der großen Schweinerei dieses blödsinnigen Krieges. Diese Empörung drückte sich mit Angriffen auf die Sprache, Syntax, Logik, Literatur und Malerei aus. Auf die Kölner Dada-Ausstellung von 1920 reagiert das Publikum entsetzt. Dada Max wird sogar wegen Pornografie angeklagt. Seiner humorvollen Mutter gelingt es nicht, den heiligen Zorn ihres Mannes zu mildern. Endgültiger Bruch mit dem Vater, der die ständigen Angriffe seines Sohnes auf die Grundfesten der Zivilisation nicht länger ertragen will.
30 Jahre in Deutschland waren genug, sagt Max Ernst und zieht 1922 in die Weltstadt Paris. Au rendez-vous des amis, rendez-vous der Freunde. Max Ernst beginnt dieses Gemälde, nachdem er Köln ohne Geld und Papiere verlassen hatte, um im Kreis der Pariser Surrealisten eine neue geistige Familie zu finden. Auf diesem Bild versammeln sich unter anderem der Schriftsteller André Breton, als einzige Frau im Rendezvous Gala Éluard, die spätere Gala Dalí, und ihr Mann, der Dichter Paul Éluard. Auch Raphael, der Meister der Renaissance, gehört dazu. Seinem Gemälde La Disputa hat Ernst wahrscheinlich einige Kompositionselemente entliehen. Der Maler und Bildhauer Hans Arp wird einer der besten Freunde Max Ernsts. Er selbst sitzt auf dem Schoß des russischen Schriftstellers Dostojewski, dessen Mystik ihn und die Surrealisten begeistert. Max Ernst lebt bei Gala und Paul Éluard in ihrem Haus in einem Pariser Vorort. Eine Ménage à trois. Spiritistische Sitzungen steigern die Kreativität der Freunde. Ernst gibt dir die Hand. Kennst du ihn? Max Ernst. Max Ernst? Ja. Que fera-t-il? Was wird er tun? Er wird mit den Geisteskranken spielen. Wird er mit ihnen glücklich sein? Fragen Sie diese blaue Frau. Wer ist sie? Max Ernst bemalt das ganze Haus des Trios mit Fresken und Gemälden. Erst 40 Jahre später entdeckte Luyards Tochter Cécile sie wieder. Die neuen Besitzer des Hauses hatten sie mit Tapeten überdeckt. Maler und Literaten sind ständige Gäste. Sie machen die Realität hinter der Realität zum Thema ihrer Kunst. Die psychoanalytischen Studien Sigmund Freuds geben wichtige Anregungen. Halluzinationen, Träume und Erinnerungen prägen die künstlerische Arbeit. Eine der wichtigsten Kunstrichtungen des 20. Jahrhunderts entsteht, der Surrealismus. Max Ernst selbst führt das Vogelmotiv in seiner Malerei auf eine Erinnerung zurück. Als Kind hatte er einen Papagei, der bei der Geburt seiner Schwester starb. Vögel stehen aber auch für die freie Liebe. I hopp, simoloplop. Hoppla, ich bin's Loplop, Schnabel, Max, Max mit dem langen Schnabel. Le supérieur des oiseaux, der oberste der Vögel. Qua, qua. Max Ernst, und das ist interessant, identifiziert sich mit einem Vogel aus verschiedenen Gründen. Der Vogel ist frei, aber der Vogel ist auch bedroht. Es gibt den Begriff des Vogelfreien. Und das Leben von Max Ernst war das Leben eines der großen Vogelfreien unseres Jahrhunderts. Und deshalb auch, glaube ich, als Biografie schon eine Musterbiografie unseres Jahrhunderts. Max Ernst entwickelt zahlreiche neue Techniken, zum Beispiel die Frottage. Wahllos lasse ich Papierstücke auf den Flur fallen und reibe dann mit schwarzem Bleistift darüber. Auf dieselbe Art versuche ich, alle möglichen Materialien zu befragen. Blätter mit ihren Rippen, die zerfaserten Kanten von Sackleinwand und so fort. Derart gewonnene Zeichnungen, sie sind jenseits von Malerei. Ich bin überrascht durch die plötzliche Steigerung meiner visionären Fähigkeiten. In dem Gemälde La Horde aus dem Jahre 1927 ahnt Max Ernst die zerstörerische Gewalt des Faschismus voraus. Nur wenige Jahre später werden seine Werke im Hitler-Deutschland als entartete Kunst verunglimpft. Der Maler ist auch in Frankreich nicht mehr sicher und flieht nach Amerika. In Sedona, im Staat Arizona, findet Max Ernst fasziniert genau die magische Landschaft, die ihm immer vorgeschwebt hatte. Er heiratet die amerikanische Malerin Dorothea Channing, seine fünfte Frau.
In ihrem Haus am Great River arbeitet Max Ernst auch an Skulpturen. Tiere und Figuren entstehen, die die Kunst der Geisteskranken weiterführen. 1953 zieht es das Ehepaar wieder nach Frankreich. Die beiden leben an der Loire in Südfrankreich und in der Pariser Rue de Lille. Der nun anerkannte Maler wird französischer Staatsbürger. Seine Liebe zu Frankreich spiegelt sich auch in einem seiner Gemälde wider, dem eine berühmte Venus-Darstellung zugrunde liegt. Das ist ein Bild, das malte Max Ernst 1963, und zwar genau 100 Jahre, nachdem der Salonkünstler Cabanel das Ausgangsbild für dieses Gemälde geliefert hat. Es war ein großes Salonstück, berühmtes Salonstück im 19. Jahrhundert. Sie sehen die berühmteste Version im Musée d'Orsay in Paris. Und Max Ernst besorgte sich eine Kopie und übermalte sie, malte all das weg, was bürgerliches Glück und Salon des 19. Jahrhunderts war, und machte daraus, glaube ich, eine wunderbare Hommage an Frankreich, an die Frau. Das ist sicher, es ist ein Collagenbild, es ist sicher eines der wunderbarsten und tiefsten Bilder der späten Jahre, die wir Max Ernst verdanken. Was ist das für ein Wesen, das uns mit seinem runden Auge fixiert? Hoppla, ich bin's, Lopplop. Kra, kra. Am 1. April 1976 stirbt Max Ernst im Alter von fast 85 Jahren in Paris. Es ist ein Werk, was nicht eindeutig ist, was viele Schichten hat. Es gibt die angenehme ästhetische Oberfläche, aber dieses Werk ist sehr, sehr tief. Es ist im Grunde eine Zusammenfassung unterschiedlichster Mythologien. Er hat aus dem, was nicht mehr existiert, was trivial ist, was an Bildern weggeworfen ist, hat er großartige neue Bilder zusammengesetzt. Er ist ein Alchemist, der aus dem Banalen noch etwas Großartiges machen kann. Er hat dann in der Abfolge seiner Stile und Techniken sicher unendlich viele Anregungen gegeben. Er hat eine, was selten ist in unserem Jahrhundert, eine durchgehend komplexe Ikonografie, dank der wir die Ängste und die Freuden unseres Jahrhunderts erfassen und illustrieren können. Bim,